Sie sagt selbst von sich, dass sie eine optimistische Frohnatur ist und unbekümmert. Und jetzt hier der fliegende Wechsel. Die Damen verlassen das Podium und es werden die Herren erscheinen. Zum zweiten Mal auf der Medals Plaza. Sven Fischer und auch Olainer Bjørndalen. Für Vincent Defran ist es ein absolutes Novum, bei einem solchen Großereignis hier dabei sein zu können. In der laufenden Saison erst der erste Weltcupsieg des 28-Jährigen. Kontinuierlich entwickelt in den letzten ein, zwei Jahren ist er nach oben gekommen. Und Sven Fischer genießt hier die Atmosphäre erneut. Medaille di bronzo per la Germania, Sven Fischer. Nach Gold im Sprint, jetzt Bronze in der Verfolgung. Für Sven Fischer, der für den WSV Oberhof startet, in Schmalkalden wohnt, nicht weit vom Wohnort der Kathi Wilhelm. Also in Thüringen, da wird heute mächtig gefeiert. Auch die Eltern von Sven Fischer hier, Freundin Doreen und die Tochter Emilia Sophie. Zu Hause zu groß die Strapazen für die Kleine. So Sven Fischer, 34 Jahre alt, seine vierten Olympischen Spiele und die siebte olympische Medaille. Silver Medalist representing Norway. Medaglia d'argento per la Norvegia, Ole Einar Bjørndalen. Viermal Gold war es in Salt Lake City, hier die zweite Silbermedaille für Ole Einar Bjørndalen, den sie den Kannibalen nennen, weil er Sieg um Sieg frisst, immer wieder das perfekte Rennen sucht. Die fünfte Medaille bereits für norwegische Biathleten hier in Turin. Er hat ein bravouröses Rennen geliefert, hat sich nach vorne gearbeitet, die kurzfristig die Führung übernommen und musste dann dem Rennen Tribut zollen, seinem Einsatz am Ende im Schlusssprint gegen Vincent Defran. Representant la France. Gold medalist and Olympic champion. Representing France. Medaglia d'oro e campione olimpico per la Francia, Vincent Defran. Dritter war er mit der Staffel in Salt Lake City. Das war seine erste olympische Medaille, aber die hier, die wiegt um einiges mehr. Das Einzelgold, das höchste zu erstrebende Ziel für einen Sportler bei den Olympischen Spielen. Hervorragende Laufzeiten in den letzten Rennen, Vincent Defran. Und heute endlich ist er durchgekommen. Mit Start Nummer 5 ist er ins Rennen gegangen. Und am Ende mit zwei Schießfehlern er triumphiert. Nationalhymne Frankreichs für Vincent Defran. Signore e signori, l'inno nazionale della Francia. Bewegende Momente für Vincent Defran, den Olympiasieger in der Verfolgung. Bereits das zweite Olympiagold für die französischen Biathleten.
Florence. Barbarelle Robert, ja, die Siegerin überraschenderweise im Sprint. Er hier, den hatten sie schon auf dem Zettel als einer, der da ganz vorne mitmischen kann. Hat die beiden namhafteren heute bezwungen, Ole-Einar Bjørndalen und Sven Fischer. Aber Gratulation noch einmal nach dem Gold für diese Motivation, für diesen Kampf von Sven Fischer. 4 Fehler am Schießstand hat er sich geleistet und dann doch wieder nach vorne gearbeitet. Wie wir ihn kennen, kraftvoll, unbändig sein Wille im Gang nach vorne. Und auch hier das Siegerfoto